Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Resident Evil Zero. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, hatten wir die Items rübergebracht, ne? Oder beziehungsweise, wartet mal. Ach, genau, das ist ja jetzt der okay, das ist jetzt der Speicherpunkt, wo wir ja beim letzten Mal abgespeichert hatten. Gut, ich glaube, dann können wir auch direkt hier schon wieder raus. Und, genau, wir hatten beim letzten Mal den dritten Stein gefunden. Also diese dritte Tafel. Und, genau, hatten unser ganzes Zeug hier vorne hingebracht, weil ich denke, dass wir jetzt tatsächlich die Ausbildungsstätte verlassen werden. Ein für alle Mal. Und, diese Musik hier macht mir ein bisschen Angst. Aber okay, da sind wir auch schon. Wir haben jetzt gar nicht so viel nachzuspielen, tatsächlich. Ist jetzt halt eine neue Aufnahmesession, deswegen, vergibt mir den etwas anderen Startpunkt. So, dann können wir Zeug ablegen. Und zwar ablegen. Dann haben wir mit Billy. Haben wir mit dir noch Zeug liegen? Oh ja. Wir haben hier Granaten jede Menge. So, ablegen. Oh. Und dann denke ich, dann passt das schon, dann, dass das schon so passt. Alles klar. Dann würde ich sagen, Freunde, lasst uns die Steine einsetzen. Wir hatten die ja alle hier liegen, ne? Wenn sie die denn jetzt aufnehmen würde. Ah, das ist immer ein Krampf hier. Dieser Koffer, jetzt wo ich ihn gerade zufällig aufgenommen habe. Ach nee, wie, die Steine haben wir doch schon eingesetzt. Was rede ich denn? Oh Mann. Freunde, diesen Koffer, den können wir tatsächlich öffnen, indem wir ihn untersuchen. Mit einem Kombinationsschloss gesichert bei genau, da sieht man die Zahlen 385 in der Ecke. Genau. Und wenn wir jetzt hier, ach, guck mal, wir müssen sie einfach nur richtig drehen. Zahlenscheibe drehen. 3. Ja. 8. 5. Das Schloss wurde geöffnet, schaut mal. Wow, da ist was drin. Pistolenzubehör. Ja, wie geil. Okay. Das heißt, wir haben hier... Untersuchen. Ein Zubehörset mit Zielfernrohr und Zielfernrohraufsatz. Bei Befestigung an einer Waffe wird deren Zielgenauigkeit erhöht. Das heißt, wir können eine Waffe verbessern. Die Frage ist jetzt, welche... Nee, das war Rebeccas Pistole. Das links ist Billys Pistole. Ich würde gerne Billys Pistole tatsächlich verbessern, weil die stärker ist. Deswegen... Zack. Errungenschaft freigeschaltet. Mein Prachtstück. Spezialpistole. Yeah, hier. Richtig cool. Eine Spezialpistole, die für mehr Präzision mit einem Zielfernrohr versehen ist. Dadurch ist es einfacher, den Schwachpunkt eines... Also der Crit-Schaden wird hier erhöht. Okay, austauschen damit. Dann hat Billy jetzt eine richtig geile Wumme, würde ich vorschlagen. Gut. Das heißt, wir haben hier schon alles abgelegt und können jetzt hier loslegen. Aber ich würde gerne mit Billy das machen. Billy, komm mal her und nimm mal deine neue Spezialpistole in die Hand. Yeah, hier. Yeah. Sieht so ein bisschen aus tatsächlich wie Jills Spezialwaffe in Resident Evil 3. Die hatte auch ein Zielfernrohr und war auch dementsprechend stärker. Gut, liebe Freunde, dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, außer haben wir jede Menge Munition liegen. Außer hier rauszugehen. Ja, dann... Hä? Haben wir sie doch noch nicht eingesetzt, ne? Ich habe Scheiße erzählt, Gott eben. Verdammt. Okay. Hier liegen sie doch. Alles klar. Ja, das hätte ich vielleicht mit Rebecca machen sollen, ne? Ja, hätte ich... Egal, komm. Billy, setz das Ding hier ein.
Eine Nachricht ist ins Perspektivfeld eingebriert. Die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Genau, und die drei Grundprinzipien haben wir hier. Verwenden. Das ist Nummer 1. Obedience. Okay. Nehmen wir Nummer 2. Ja, sorry, ich dachte, wir hätten die schon eingesetzt, aber haben wir tatsächlich nicht. Okay. Das ist Disziplin. Obedience, weiß ich gerade gar nicht, was das heißt, aber könnte man jetzt rausfinden leicht, aber ich denke. Und die Einheitstafel. Genau. Ja, ist okay, ich habe mich einfach verdrückt. So. Und dann hier die Unity, denke ich, heißt das. Ja, Unity. Wunderbar. So, dann haben wir es jetzt aber endgültig. Ja, tatsächlich, Freunde. Wir kommen da nicht mehr zurück. Das heißt, es war goldrichtig. Errungenschaft freigeschaltet. Perfekt ausgebildet. Das war goldrichtig, dass wir die Items hier mitgenommen haben. Ach, das ist doch sehr gut. Das ist doch gut. Wir kommen da nicht mehr zurück in die Ausbildungsstätte. Alles klar, dann jetzt aber wirklich raus hier. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Erstmal eine spannende Musik. Was ist da? Irgendwas fliegt hier. Hey! Oh Gott, das ist wieder so Dracula-mäßig hier. Okay, das ist wieder... Alles klar, alles zu. Na gut. Das ist wieder Graf Dracula-mäßig hier. Ui. Wieder ein Rätsel oder was? Oh, was? Okay. Ah! Okay, ich verstehe. Da müssen wir mit Billy alleine rein. Dann müssen wir uns mal aufteilen. Und Rebecca muss sich da oben auf diesen Stein stellen. Und mit Billy werden wir dann, genau, hier reingehen. Cooles Rätsel am Anfang, dass da wieder einer draußen bleiben muss. Interessant auf jeden Fall. Oh, was ist das denn hier? Ein Labor. Oh Gott. Labor? Oh nö, Leute. Nicht. Ja, es war klar, dass wir jetzt als nächstes in ein Labor kommen. Oh Mann! Freunde. Oh Mann, sag ich dazu. Aber hey, schöne Kirche hier. Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint es irgendwie unheimlich. Schöne Kirche, ne? Gut. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal hier rein. Sonst ist hier gar nichts, okay? Safe-Raum. Wieder ein alter, guter alter Safe-Raum mit einer schönen Musik. Vielen Dank, liebes Spiel. Vielen, vielen Dank. Und hier ist noch eine Sache für dich, Elite. Also ein Zuschauer. Munition wird nicht angezeigt auf der Karte, wenn man sie nicht aufnimmt. Gut. Alles klar, dann nehme ich mal das Farbband mit. Und die Munition hier? Gewehrmunition, das gefällt mir irgendwie nicht, dass wir so viel Granatenmunition kriegen. Kann nicht getragen werden. Ach, aber wir haben wieder einen wunderschönen Safe-Raum. Ah, herrlich. Das würde ich auch erstmal abspeichern. Gut. Ich liebe diesen Soundtrack, Freunde. Der beruhigt einen immer so krass. Speichern beendet. Oh Gott, und draußen fahren hier die Rocker rum, oder was? Ja, draußen... Jetzt hört mal auf!
Ich will die Musik hier genießen, verdammt nochmal. Fahren da draußen die Rocker mit ihren Motorrädern rum. Gut, dann können wir die Position aufnehmen und direkt wieder ablegen. Oder? Oder man könnte jetzt alles Zeug hier ablegen in diesem Safe-Raum. Wenn das jetzt hier unser neuer... ich kann Rebecca gar nicht reinholen. Verdammt, ich kann Rebecca nicht reinholen, weil da die Tür wieder zugeht, ne? Das heißt, ich müsste jetzt wieder Item-Management machen und so und... Okay, Billy, dann geh hier wieder raus. Dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht. Also... Oh! Ach du Scheiße, was ist das denn? Um Himmels Willen! Nimm bitte die Schrotflinte und ich habe null Heilung, ne? Nimm bitte die Schrotflinte. Das ist eine Killerfledermaus. Okay. Eine Killerfledermaus. Gut, dass wir eine Schrotflinte haben. Oh! Oh! Errungenschaft Höhenflug. Ja, toll. Aber ich habe null Heilung hier. Oh Mann, nein. Warum kommt denn jetzt hier ein Boss? Hä? Hauptsache, wir sind noch grün. Interessant, ey. Komm schon. So. Das sind kleine. Das sind kleine. Kleine Fledermäuse hier. Ich hoffe... treffe ich den überhaupt? Ja, ich treffe ihn. Okay. Wie viel Schaden macht ihr? Gar keinen Schaden. Okay. Krass. Okay, die Kleinen kann ich auch kaputt machen, aber... Oh, alter Schwede. Der ist aber beweglich. Aber immer noch gesund. Was ist mit dem los? Jetzt schieß doch auf die Fledermaus da hinten. Mensch. Ah, da ist sie. Da ist sie und... Nee, der schießt irgendwie nicht auf die Fledermaus. Ah, nein! Nein, 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 lass mich runter, bist du des Wahnsinns. Um Gottes Willen. Und ich verschieße hier Munition. Oh! Okay, und da sind wir auf Orange. Ah! Okay, aber wir haben es geschafft. Boah! Bäh, wie eklig. Bäh. Errungenschaft freigeschaltet, Vampirjäger. Oh mein Gott. Ja, toll. Und das hat jetzt ein Schuss eben gefehlt. Und wir hätten das Ganze ohne Schaden überstanden. Jetzt sind wir auf Orange. Ja. Okay. Oh, das sieht aus wie so ein... Das sieht aus wie ein mutierter Zombiehund. Seht ihr dieses Gesicht? Sieht aus wie so ein mutierter Zombiehund, der irgendwie sich jetzt entschieden hat, eine Fledermaus zu werden. Ja, ganz toll. Und wir sind wieder im orangen Zustand. Aber ich würde das gerne speichern, tatsächlich. Weil das war gar kein so das war gar nicht so schlecht, was wie wir das gemeistert haben. Sehr schön. Und wir haben es direkt geschafft, hey. Wir haben das direkt geschafft. Hallo? Kannst du jetzt bitte das Farbband nehmen? Ah, das ist jetzt wieder die Ware. Die wahre Herausforderung hier. So, wunderbar. Bitte speichern, ey, Banden. Den will ich nie wiedersehen, den Gegner. Der war eklig. Aber zum Glück haben uns die Kleinen nicht so viel Schaden reingedrückt. Beziehungsweise gar keinen Schaden. Sondern nur der Große. Okay. Billy 21, Kirche. Das heißt, wir haben hier drin eigentlich gar nichts mehr verloren. Ah, guckt mal, jetzt wird hier blau angezeigt. Jetzt wird hier doch die Buddy angezeigt. Ah, weil ich es aufgenommen habe eben, ne? Oder was? Glaube schon. Nehmen wir die Granaten mal mit. So.
Dann war das hier völlig sinnlos, dass wir hier reingegangen sind. Okay. Oder was? Was hat das hier für einen Sinn gehabt? Frage ich mich jetzt. Da hinten ist alles zu. Also irgendwie... ist hier gar nichts. Ist hier sonst echt gar nichts. In dieser Kirche. Nö, sonst ist hier scheinbar nichts. Nochmal kurz hier im Safe-Raum gucken, aber da war doch nichts mehr, oder? War hier ein Schlüssel oder so? Hier war auch kein Schlüssel, ne? Hier war auch kein Schlüssel mehr. Nee, nee. Okay. Nee, da müssen wir wieder zur Rebecca raus. Und vielleicht passiert hier irgendwas. Cutscene oder so. Das wäre sehr nett. Oh Gott, und Billy... Hier kommen sie wahrscheinlich nur mit einem Hilfsmittel hoch. Wie gut, dass ich die Sachen hier unten reingetan habe. Ah, und die Tür geht auch nicht mehr zu. Okay, cool. Das heißt, wir brauchen den Greifhaken von da hinten. Und diese Batmans, die sind auch weg. Sehr cool, Freunde. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht mit den Items. Ach, das freut mich. Schön, dass die Items hier so in der Nähe sind. Das heißt, wir brauchen echt den Greifhaken. Aber ich würde gern alles mitnehmen und da vorne reinlegen. Aber ist okay. Ich lasse das Zeug erstmal hier. War das jetzt die... Das ist die... Ja, wobei, ich glaube, wir haben tatsächlich so viel Itemplatz, oder? Nee, haben wir nicht. Ablegen. Verdammt. Wir haben keinen Platz hier. Jetzt hör auf, die Granaten mitzunehmen. Nimm bitte diesen Greifhaken mit. Nimm den Greifhaken. Hallo. So, danke. Danke, du bist doch sehr nett. So. Alles klar, dann geben wir das mal Billy. Ich möchte, obwohl er orange ist, trotzdem mit Billy weitermachen. Einfach weil er stärker ist, auch jetzt mit seiner neuen Standardwaffe. Deshalb, Rebecca, geh bitte hier rein und gib Billy den Greifhaken. So. Wunderbar, das heißt, die Tür, die bleibt dann auch auf. Okay. Dann machen wir das mal so und wir geben den an Billy. Du kriegst. Wieso? Ach. Ah, okay. Weil Billy voll ist. Austauschen damit alle nach Rebecca. Dann du austauschen damit. Und Rebecca kann die Munition eigentlich ablegen. Ablegen, genau. Und die Farbbänder auch ablegen. Und dann. Dann kann ich eigentlich noch die Items kurz holen. Okay. Dann hole ich noch kurz die Items. Es tut mir leid, aber das ist hier scheinbar so gewollt, dass man die Items immer mitnimmt. Deshalb... Und ich möchte die Items halt auch nicht irgendwo liegen lassen. Deswegen... Damit wir uns hier Schritt für Schritt vorarbeiten, nicht wahr? Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt zu Resident Evil Zero. Wieder eine komplett neue Aufnahmesession mitten in meinem Urlaub. Deswegen auch jetzt an einem Samstag statt an einem Sonntag. Einfach, ja, weil ich Lust drauf habe. Ne? Genau, und dann hoffe ich, dass es euch gut geht. Freut mich auch, dass dieses Projekt weiterhin Anklang findet und wir können tatsächlich alles mitnehmen. Dass ich so viel Arbeit ist das gar nicht. Sehr cool. Ja, wie gesagt, Resident Evil Zero findet sehr viel Anklang. Verdientermaßen. Also das ist ja wirklich ein geniales Spiel. Und ich freue mich auch nach wie vor, dass das auf meiner alten Kiste läuft irgendwie. Und jetzt auch mal betrachtet dessen, dass es schon das HD Remaster ist. Und ja... So haben wir doch hier doch eine gute Zeit.
So, dann können wir die zusammen verbinden, genau. Und dann ablegen das Zeug. Ablegen, das hier ablegen und das hier auf jeden Fall ablegen, Magnum Munition. So. Billy, dann kannst du doch jetzt hier das Ding hier benutzen. Genau, okay. Wunderschön. Der Greifhaken, also dass wir den echt nochmal brauchen, das ist echt krass. Oh, auf dem Dach. Labor. Geht's jetzt hier wieder in ein Umbrella-Labor rein, ja, also gegen Finale. Oh nein, Leiter runterklettern. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt und ich bin im orangen Bereich. Das heißt, ich werde schießen direkt. Nichts. Okay. Gut. Wir sind aber vollgepackt. Das gefällt mir nicht. Ach, wir haben hier einen Schalter. Und mehr ist hier... Ah, wir können da eine Tür öffnen. Ist ein Schalter? Dieser Trennschalter scheint die Stromzufuhr zum Aufzug zu regeln. Schalter... Ja, mach mal. Aha. Ziemlich geheimnisvoll hier. Ein rotes Kraut. Okay. Aber das können wir leider nicht mitnehmen. Verwenden? Nee, das bringt... Bringt das was? Nee, lass mal. Lass mal lieber. Das muss doch verbunden sein. Das können wir aufschließen. Genau. Warum gehst du durch? Okay. Das heißt, wir wissen, dass da ein rotes Kraut liegt. Ach, und wir sind jetzt hier direkt an dem... Ah! Okay. An dem Aufzug, und den können wir dann auch nehmen. Aber ich würde gerne Rebecca auch noch dazu holen. Was hast du für eine Waffe? Kannst du dich einigermaßen verteidigen? Ja, kannst du. Okay. Sollen wir trotzdem ein bisschen Granaten mitnehmen? Ich meine, so ganz ohne... Ich meine, wir haben zwei Granaten. Das sollte erstmal passen, wenn kein Hunter kommt. Ich hoffe, dass keine Hunter kommen. Okay. Cool. Das heißt, wir können dann zusammen hier den Aufzug nehmen. Nur ein grünes Kraut wäre jetzt halt echt hilfreich. Oder zwei sogar. Oder drei sogar, aber... Okay, wir gehen aber mit Billy vor und gehen dann hier in diesen Aufzug. Sehr mysteriös, das Ganze hier. Das Labor befindet sich also in einer Kirche. Oh Gott. Ja, ja, und wir... Okay. Wir dringen wieder in ein Labor ein, Freunde. Wie in jedem Resident Evil Teil bis jetzt. So, was ist hier? Nichts. Okay, nichts. Labor K2. Keller. Okay, dann gucken wir uns mal hier wieder ganz langsam um. Eine Treppe führt nach oben, aber sie ist eingestürzt und kann nicht benutzt werden. Okay. Was ist das? Da steht doch was. Okay. Das ist erstmal nichts, okay. So, was haben wir hier? Auch nichts. Ah, ja, okay. Das Bücherregal ist völlig durcheinander. Jemand hat hier nach etwas gesucht. Wieder schönes Erkunden hier. Ja. Da ist ein Speicherplatz. Hä? Wo soll denn hier ein Speicherplatz sein? Wartet mal. Ah, rechts rum. Okay, rechts rum ist ein Speicherplatz.
Das Regal ist voller Biologiebücher. Da sind jetzt nochmal Farbbänder. Und was ist das? Ein einfacher Lastenaufzug. Er scheint mit dem OP-Raum verbunden zu sein. Okay. Ah, wie im Zug damals. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwann mal wieder aufteilen. Okay, Freunde. Und hier liegen Farbbänder. Lass ich erstmal liegen. Wir haben da keinen Platz für. Ja, doch, Rebecca hat ein bisschen Platz, ne? Ja, aber Rebecca ist unsere Itemträgerin. Interessantes Büro schon mal, und da liegt doch ein Zombie. Oh, Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Aha, Spencers Handlangern wird das niemals gelingen. Mit einem Verdünner. Der Zombie, der steht... Der Zombie, der steht bestimmt gleich irgendwann auf. Ich lass mich nicht von dir verarschen, Spiel. Gibt's hier sonst irgendwas? Auf diesem Regal stehen verschiedene Bücher über Viren. Die Titel kommen ihnen nicht bekannt vor. Aha. Das ist ein sehr stylisches Büro, Labor. Aber guckt mal, wir können da irgendwie... Irgendwie können wir da doch rein, ne? Können wir... Wir können doch hier was machen, oder? Ah! Okay. Das können wir hier vielleicht mit dem Greifhaken... Ja! Okay. Wir können hoch. Aber jetzt ist nur Billy oben, oder? Okay, jetzt ist nur Billy oben. Labor K1. Das heißt, wir wurden wieder getrennt. Boah. 90er Computer. Das hat gerade geil gepasst mit dem Klavier. Dieser uralte 90er Computer. So. Tagebuch eines Laborleiters. Heute, gemäß Markus' Befehl, Zugangscode für Plattform geändert. Ich fragte ihn, worauf der Code basiert. Er sagte, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger. Nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meinte er bloß damit? Er meint seine Igelfreunde. So, was sind das für blaue Pillen? Bisschen Viagra oder was ist hier los? Da ist ein Computer. Er springt nicht an, wenn sie den Netzschalter drücken. Ja, der ist auch ein bisschen alt. Oh, und wir kriegen hier, Benzin. Gefällt mir irgendwie nicht. Das war... Du kannst das Item nicht runterschmeißen oder so. Ablegen. Haben wir das jetzt runter... Nee, da liegt der. Okay. Nee, das Benzin mit. So, das Regal ist voller Kapseln mit verschiedenen Exemplaren. Eine Art inneres Organ liegt... Oh Gott. Markus, was hast du hier getan? Boah, das ist atmosphärisch. Ah, nein! 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 Durch das Loch können sie... Aber es ist zu gefährlich. Nein! Wir haben keine Flasche. Und wir sind orange. Scheiße. Nein. Oh, wo kommt der denn jetzt wieder her? Bitte. Oh, lauf vorbei. Hier ist keine Flasche, ne? Aber eine Tür. Okay, da können wir. Wir haben zumindest erstmal die Karte gefunden. Okay. Karte des Labors. Interessiert mich erstmal nicht. Ich will hier erstmal weg. Dieser scheiß Zombie. Warum? Was ist das? Da ist ein roter Schalter. Hallo? Da
Beim Hintergucken sehen Sie eine Treppe. Zu gefährlich, von hier aus darunter zu gehen. Da ist ein Knopf. Ja, na klar! Den müssen sie nicht mehr drücken. Verschlossen. Scheiße. Jetzt laufen hier zwei von denen rum, oder was? Och Mann, und ich hatte gehofft, dass wir da Ruhe vorhaben. Ein grünes Kraut. Gott sei Dank. Aber wo Moment. Nein, nur Rebecca kann Kräuter mischen. Verdammt. Na ja gut, Freunde. Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.